elektrische Maschinen. Es handelt sich um eine German Aerobatic Team. Auch in der Mannwagenfliegerei zu sehen gibt. Das ist eine extra 330. Wie gesagt, die sind zwei identisch gebaute Maschinen. Die haben auch wirklich alles identisch gleich. 310 Spannweite, 90,7 Kilogramm. Und sie werden jetzt uns ihre Wettbewerbskür zeigen. Und diese Wettbewerbskür fängt irgendwann mitten in der Musik an. Der Starthelfer, der wird mir dann ein Zeichen geben und wird dann sagen, wann eben die Musik einsetzen darf. Ist heute der Wurm drin. Also nochmal neuer Anflug und der Stabhelfer gibt uns nochmal das Zeichen. Jetzt bitte nicht stören den Stabhelfer, wir machen nochmal einen neuen Anflug und dann geht's nochmal los. Ja, die müssen synchron zur Musik fliegen und deshalb jetzt hier die Verzögerung. Es ist wirklich fantastisch, dieser Synchronflug, wenn man jetzt mal drauf achtet, werte Gäste. Es ist wirklich gigantisch, das ist Modellflug hier in Perfektion. Weil wenn man sich überlegt, die beiden Jungs stehen da unten mit der Funkanlage und müssen sich jetzt absprechen, wer dann wo was einsetzt. Da jetzt hier fliegen sehen. Das ist dieser sogenannte Smoker. Da wird ein Nebelfluid eingespritzt in den brennend heißen Motor. Und Sie sehen jetzt, die eine Maschine torkt und die zweite Maschine kreist um das torkende Modell. Also es wird die höchste Konzentration von den Piloten gefragt. Wie gesagt, da muss wirklich alles tun. Wann wo der Start eingesetzt wird, das bedarf natürlich auch viele Übungsstunden, das so synchron hinzukriegen, ist wirklich nicht so einfach. Ja, das Teil hat sich nicht permanent verlegt. Und schauen Sie mal, wie das und die Maschinen wiegen 19,7 Kilogramm. Also die Motorisierung reicht eben halt aus, um mit solchen Maschinen torken zu können.
Jetzt kommen sie im tiefen Rückenüberflug. Messerflug. Maschine ausrichten, vor allen Dingen, wenn man beachtet, wie synchron das wirklich abläuft. Es ist wirklich eine ganz, ganz große Leistung. Kein Problem. So, wir kommen jetzt zum... Ja, und ich denke, ein Riesenapplaus für diese tolle Darbietung. Ja, ich habe jetzt mal den Roland abgelöst, der muss jetzt sich erstmal bei den Piloten entschuldigen für den kleinen Bug mit der CD. Aber live ist live. Bist du mal schnell unterwegs? Ja, ich hätte mich auch mal zu sagen.